Ich mache extra nochmal die Aufnahme an. Vielleicht kommt es ja nochmal als Highlight-Video, je nachdem, was wir bekommen. So, wir fangen in der goldenen Mitte an. Auf geht's. Klatzel. Klatzel, damit haben wir schon mal den ersten. Nehme ich mit für die Hamburger Jungs. Gehen wir weiter. Zweiter. Zweiter Pick. Also ich meine, die Picks sind mir eigentlich scheißegal. Jordi Alba, 87er Player Pick, nehme ich sehr, sehr gerne mit. Für sein Traumtor, hochverdient. Und hier nochmal ein neuer. Komm, einfach ein neuer. Nochmal Jordi Alba. Talisca, Giroud. Ja, komm, nehme ich einen Talisca mit. Kann man immer mal gut für eine SBC oder irgendwas gebrauchen. Also ich sag mal so, das ist jetzt nicht so, nicht die schlimmsten Rewards. Klatze wollte ich fürs Feeling haben. Der Rest war halt nichts im Team of the Week, was ich irgendwie gebrauchen könnte. Von daher nehme ich mit. Dann schließe ich mal kurz, und wehe, ich habe mich verzählt, mal kurz das 85 plus Ding hier ab, das 10x 85 plus Ding. So, das sind schon mal 7. Auf der anderen Seite muss noch einer sein, ansonsten gehe ich hier gleich krachen. Bitte sag, da ist noch einer. Ich muss 15 haben. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich habe so oft nachgezählt. Bitte lass mich nicht komplett inkompetent sein. Wo ist der Kollege? Ja, da ist er, da ist er. Ich kann's machen. Ich erinnere gerne nochmal dran, ne? Nachricht ist angepinnt, Discord-Link. Wer Discord hat, kommt doch sehr, sehr gerne mal auf unserem Server. Schaut da mal vorbei. So, und ich würde sagen, wir öffnen erstmal Premium Team of the Week Pack. Ja, da ist halt nichts drin, was ich großartig jetzt wollen würde. Neuer. Nee, Jordi Alba nochmal? Nee. Alberto, okay, okay, okay. Luis Alberto. 35k wert. Ja, komm, scheiß drauf. Das sind gute Coins. Vielleicht steigt er ja nochmal. Aber ich will ihn einfach loswerden. So, Jumbo, seltene Spielerpack. 100k Pack, rein da. Ich möchte einfach nur einen gescheiten Future Star ziehen oder irgendwas. Ein Kante, whatever. Und dann ziehe ich halt wieder sowas. Ach, Digga, es ist traurig. For real, es ist traurig. Es ist ganz, ganz traurig, was hier abgeht. Ach, Digga, das ist ein 100k Pack, für das ich mir gerade einen Arsch abgeschwitzt habe. Überleg dir das mal. Gönn mir einen Würz. Einfach einen Würz. 100k Pack, rein da. Ne, 125k Pack. Neuer? Ja, okay. Nochmal, Alberto. Es sind nochmal 35k, 36k. Ja, noch ein... Ja, ist... Ja, ja, ist okay. Für ein 125k Pack vielleicht ein wenig schlecht. Aber ich sag mal so, beschweren tue ich mich da jetzt eher weniger. Ja, ne, den Rest knall ich einfach in meinen Verein. Hakimi noch, oh, Hakimi war aber auch der beste Spieler des Wochenendes, Junge. Der hat ja alles abgeräumt. Der war auch einfach der Führungsspieler. Der ist nächste Woche einfach Kapitän, wenn ich dran denke. Ja, 14k nehme ich mit. Und jetzt kommt das Pack, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. 85 plus seltenes Spieler-Pack. 10 Stück. Da haben die Leute so ein krankes Zeug gezogen. Und ich bitte dich, EA, gönn mir irgendwas, was Wert hat. Mal so 50k plus. 3, 2, 1, rein da. Wünsch mir Glück. Bitte, einfach mal was gönnen. Ist es Gakpo? Nee. Tyler Adams. Ja, okay. Adams, belastend. Vielleicht noch irgendwas dahinter. Also for real, das ist geil. Die sind untrade und das ist geil. Das ist geil. Zwei Future Stars drin. Lewandowski, Mané. Hä, ist doch voll das geile Pack. Also ich würde sagen, es geht definitiv besser. Aber ich sag mal so, zwei Future Stars, die man immer mal in Aufnahmen gebrauchen könnte. In Lever für SBCs, ein Mané für SBCs oder einfach so mal zum Zocken. Dann generell halt noch 4, 6 SBC-Futterkarten. So verkehrt finde ich es gar nicht.